11. September 2001. Die Entführung von 4 Flugzeugen verändert Amerika und die ganze Welt für immer. 19 Männer versetzten mit Teppichmessern bewaffnet der größten Supermacht der Welt einen katastrophalen Schlag. Nun soll untersucht werden, warum der milliardenschwere Sicherheitsapparat von US-Militär, Geheimdiensten und Flugsicherung dem prinzipiell simplen Angriffsplan nichts entgegenzusetzen hatte und riesige Löcher im Verteidigungsnetz offenbarte. Die Vereinigten Staaten von Amerika, New York, die Griffith Air Force Base. 11. September 2001, 7 Uhr morgens. Amerika bereitet sich auf einen Krieg vor. Die Operation Vigilant Guardian simuliert einen Angriff aus dem Ausland. Die Luftabwehr macht regelmäßig Übungen. Man könnte sie auch Kriegsspiele nennen. Air Force General Bob Marr ist zuständig für den Nordosten der Luftabwehr. Er ist für 2,5 Millionen Quadratkilometer Luftraum verantwortlich. Das Gebiet reicht von Washington, D.C. und New York über Chicago bis in die Mitte der USA. Wir üben sämtliche Maßnahmen. Im Falle eines Krieges wären wir gut vorbereitet. Marr weiß noch nicht, worum es in der heutigen Übung gehen wird. Sein Team muss auf jegliche Angriffsform von außerhalb der Landesgrenzen vorbereitet sein. 400 Kilometer entfernt checken sich gerade 5 Passagiere am Flughafen Boston Logan ein. Sie haben den American Airlines Flug 11 nach Los Angeles gebucht. Nach der technischen Kontrolle werden 3 der Männer von den Sicherheitsbeamten gesondert durchsucht. Doch alle 5 können die Kontrollen problemlos passieren. Über die nächste Stunde ist der American Airlines Flug 11 einer von über 5000 regulären Flügen am Himmel. Ben Sliney ist der leitende Verantwortliche der Luftverkehrskontrolle. Er arbeitet seit 30 Jahren bei der Flugkontrolle, aber heute ist er erstmals als National Operations Manager für die landesweite Luftraumüberwachung verantwortlich. Ich war für den nationalen Luftraum zuständig. Für meinen ersten Tag fühlte ich mich ziemlich gut. 7.59 Uhr. Der American Airlines Flug 11 verlässt Boston in westlicher Richtung nach Los Angeles. Die Flugbegleiterin Betty Ong kümmert sich um die Gäste in der Economy Class. Da die Maschine nur zur Hälfte ausgebucht ist, sollte dies ein angenehmer Flug werden. Colonel Bob Marr wartet auf die Übung der Luftabwehr. Niemand ahnt, was sich in diesem Moment an Bord des American Airlines Flugs abspielt. Fünfzehn Minuten nach Abflug. American 11, Boston. Hier ist Boston. Können Sie mich hören? Die Flugsicherung in Boston verliert den Funkkontakt mit der Maschine. American 11, Boston. Hören Sie mich? 10 Minuten später hat man trotz mehrerer Versuche immer noch keine Antwort von der Crew. Bei Tausenden von Flügen ist das nicht ungewöhnlich. Doch um 8.24 Uhr fängt die Flugsicherung eine Durchsage aus dem Cockpit auf. Die Durchsage ist offensichtlich an die Fluggäste gerichtet und wird von einem Mitarbeiter der Flugsicherung in Boston sofort als verdächtig gemeldet. 8.28 Uhr. Die Meldung erreicht Ben Sliney. Unserer Erfahrung nach verlaufen Flugzeugentführungen meist glimpflich. Deshalb war ich zunächst nicht sonderlich beunruhigt.
8.34 Uhr. Die verzweifelte Betty Ong kontaktiert von Bord aus ihre Fluglinie über das Reservierungscenter in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina. My name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11. I think we're getting hijacked. Can anybody get up to the cockpit? No, the cockpit is not answering your phone and the door won't open. We don't know who's up there. And our number 1 has been stabbed and our 5 has been stabbed. 8.35 Uhr. Die Flugsicherung hat den Kontakt zum Flugzeug verloren. Es hat nun seinen Kurs geändert und fliegt zurück in Richtung New York. In der Zentrale der Luftraumüberwachung auf Long Island kümmert sich Dave Bottiglia um den Sektor 42 des New Yorker Luftraums. Ich dachte, das wird ein toller Tag. Im Sektor 42 ist bei schönem Wetter nicht viel los. Ich hatte mich gerade hingesetzt, als Boston anrief und mir mitteilte, dass der American Airlines Flug 11 anscheinend entführt worden war. Die Entführer haben den Transponder des Flugzeugs abgestellt. Somit kennt Bottiglia nicht dessen Höhe und Geschwindigkeit. Er sieht nur den Punkt auf dem Radar. Wir beobachteten sie. Sie hatten ihren Kurs verlassen und flogen Richtung Kennedy Airport. Mehr wussten wir nicht. 8.38 Uhr. Von der Funkstille beunruhigt, ruft ein Fluglotse bei der militärischen Flugabwehr Nordost an. Die Anfrage ist so ungewöhnlich, dass sie Colonel Marr erreicht. Man vermutet, dass dies ein Teil der erwarteten Übung sein könnte. Dass ein Fluglotse militärische Unterstützung anfordert, ist einmalig. Gewöhnlich muss man die Befehlskette der FAA durchlaufen. Die Anfrage mag ungewöhnlich sein, doch Marr nimmt sie äußerst ernst. Wir haben sofort unsere Jäger der Otis Air National Guard Base in Alarmbereitschaft versetzt. Die Otis Air Force Base in Massachusetts liegt 250 Kilometer nordöstlich von New York City. Um den verirrten Flug über den Bundesstaat New York orten zu können, kontaktiert Dave Bottiglia einen anderen Flug in der Region. Ich fragte, ob Sie ein Flugzeug der American Airlines sehen könnten. Tatsächlich hatten Sie es gesehen, aber dann aus den Augen verloren. Zuletzt wird der American Airlines Flug 11 nördlich von Manhattan gesichtet. 8.43 Uhr. An Bord versucht die Flugbegleiterin Betty Ong ihr Bestes, um das Bodenpersonal zu informieren. Uhr 46. Der American Airlines Flug 11 rast in den Nordturm des World Trade Centers und trifft das Gebäude zwischen dem 93. und 99. Stockwerk. Uhr 50. 4 Minuten nach dem Einschlag. Im FAA-Kommandozentrum weiß Ben Sliney noch nicht, was in New York passiert ist. Ich erfuhr, dass CNN von einem kleinen Flugzeug berichtete, das ins World Trade Center gestürzt war. Können wir das sofort auf dem Bildschirm sehen?
This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center. We have unconfirmed reports this morning. The first Zuerst sah ich nur diese Feuersbrunst. Mir wurde sofort klar, dass das kein kleines Flugzeug gewesen sein konnte. Ich hatte ein schlechtes Bauchgefühl. Dahinter steckte viel mehr. 8.51 Uhr. Das Militär setzt zwei F-15 Kampfjets auf den vermissten American Airlines Flug 11 an. Noch ist unbekannt, welche Maschine ins World Trade Center gestürzt ist. Bei der Flugsicherung auf Long Island macht sich Dave Bottiglia über einen anderen Flug Sorgen, den United Airlines Flug 175. Wieder wurde der Code des Transponders verändert und nun weicht auch dieser Flug vom Kurs ab. Plötzlich stieg der United Airlines Flug 175 extrem schnell auf. Ich bekam Angst und wandte mich an meinen Chef. Ich glaube, ich habe hier noch eins. 9 Uhr. Die F-15 Jets der US Air Force suchen 100 Kilometer entfernt nach der vermissten American 11. Plötzlich reißt der United Airlines Flug 175 in einen beängstigenden Sinkflug. Wir sahen es. Jemand zählte sogar mit. 2000 Meter, 1000, 500 Meter. Jetzt stürzt es auf den Boden. Und dann schrie jemand, mein Gott, das ist das World Trade Center. Um 9.03 Uhr stürzt der United Airlines Flug 175 in den Südturm. In Downtown Manhattan bricht Panik aus. Colonel Bob Maher ist schockiert, als er die Meldung live im Fernsehen sieht. Das änderte alles. New York wurde angegriffen. Das ist keine Übung, das ist die Wirklichkeit. Maher schickt die F-15-Jäger nach Manhattan. Whatever altitude they need to go for center to make that work is fine with me. But for that area, I want them to go and hold. 9.04 Uhr. In der FAA-Kommandozentrale wird Ben Sliney an seinem ersten Tag als Hauptverantwortlicher mit einer unvorstellbaren Herausforderung konfrontiert. Jetzt waren alle Flugzeuge in der Luft für mich verdächtig. Ich ordnete sofort ein nationales Flugverbot an. Kein Flugzeug durfte mehr in Amerika starten. Das Radarsystem ortet den American Airlines Flug 77 von Washington nach L.A. Er hat sich kilometerweit von seinem Kurs entfernt. Der Flug ist vor 11 Minuten vom geplanten Kurs abgedreht. Der Transponder wurde abgeschaltet. Man hat den Funkkontakt verloren. Der Punkt auf dem Radar bewegt sich nun zurück in Richtung Osten. Das Flugzeug nimmt Kurs auf die Hauptstadt. Die F-15-Kampfjets erreichen Manhattan. Es ist ein Ort der Verwüstung. Zur gleichen Zeit starten 500 Kilometer entfernt auf der Langley Air Force Base in Virginia zwei Kampfjets vom Typ F-16, die nach dem vermissten American Airlines Flug 11 suchen sollen. Um 9.32 Uhr hält der American Airlines Flug 77 immer noch Kurs auf die Hauptstadt. Es wurden 11 entführte Maschinen in der Region gemeldet. Wir mussten also abwägen, welchen Meldungen wir glauben sollten. Da Washington D.C. als potenzielles Ziel in Frage kam, konzentrierten wir uns auf diesen Flug. 9.36 Uhr. Erst jetzt nehmen die 240 Kilometer entfernten Kampfjets Kurs auf den American Airlines Flug 77 im Washingtoner Luftraum.
9.37 Uhr. Der Hauptsitz des amerikanischen Verteidigungsministeriums steht in Flammen. Nun handelt Ben Sliney. Drei Abstürze, das war unerträglich. Ich musste handeln. Ich konnte zwar nicht jedes Flugzeug am Himmel kontrollieren, aber ich konnte den Luftraum freimachen. Ich befahl, dass sämtliche Flugzeuge sofort den nächstliegenden Flughafen anfliegen sollten. Über 4000 Flugzeuge setzen zur Landung an. Ein einmaliger Vorgang. Mir war klar, dass sie mich dafür feuern konnten, aber darüber dachte ich nicht nach. Während sämtliche Maschinen landen, entdeckt die Flugsicherung um 9.44 Uhr einen vierten Flug, der einem verdächtigen Muster folgt, den United Airlines Flug 93. Die Maschine wich vom Kurs ab und man hatte den Transponder-Code verändert. Die Piloten waren auf ihrem Weg von Newark nach San Francisco 20 Minuten zuvor vom Bodenpersonal vor einem möglichen Angriff aufs Cockpit gewarnt worden. 9.59 Uhr. Am World Trade Center. Der 110-stöckige Südturm stürzt in sich zusammen. Flugsicherung versucht zu ermitteln, ob auch der United Airlines Flug 93 von Entführern gelenkt wird. Es gab immer noch die Möglichkeit, dass die Maschine nur ein elektronisches Problem hatte und nicht mit uns kommunizieren konnte, aber bereits auf dem Weg zum nächsten Flughafen war. Sliney kann nur machtlos zusehen, wie sich das Flugzeug Washington DC nähert. Die F-16-Jets fliegen mit hoher Geschwindigkeit Richtung Hauptstadt. Während wir den United Airlines Flug 93 beobachteten, wurden rauchende Überreste eines Flugzeugwracks im Westen von Pennsylvania gemeldet. Wir nahmen an, dass die verdächtige Maschine abgestürzt war. Das Flugzeug stürzt nach nur 20 Minuten Flugzeit vor Washington DC ab. Alle 44 Passagiere und die Crew kommen ums Leben. These are the first pictures we have in. Initial reports indicated no survivors. 25 Minuten später im Herzen Manhattans. Der Nordturm des World Trade Centers stürzt ein. Innerhalb von nur 102 Minuten fordern die entführten Maschinen fast 3000 Menschenleben. Der Staub hat sich noch nicht gelegt, als die größte Ermittlungsaktion der amerikanischen Geschichte beginnt. Die Anti-Terror-Einheit des FBI muss Tausende von Spuren verfolgen. Die Hinweise liegen über drei Absturzstellen verstreut. Doch die erste wichtige Spur findet sich weit entfernt von der Verwüstung. Ken Maxwell ist ein ranghoher FBI-Agent in Manhattan. Mohammed Atta war an Bord des American Airlines Flugs 11 gewesen. Sein Koffer war versehentlich auf seinem Verbindungsflug von Portland, Maine, nicht mitgekommen. Wie sich nun herausstellte, war der Koffer eine Schatzkiste an Informationen und Beweisen, die ihn sofort als einen der Drahtzieher entlarvten. Mithilfe dieser Informationen ermittelt ein Netzwerk von tausenden FBI-Agenten in nur 72 Stunden eine Liste von 19 potenziellen Flugzeugentführern. Alle hatten Verbindungen zu einem erklärten Feind der USA,
der Organisation Al-Qaida und ihrem Anführer Osama bin Laden. Wie konnte das beste Sicherheitsnetz der Welt gegenüber dieser doch bekannten Gefahr so versagen? Warum konnte man die Entführungen samt ihren tragischen Konsequenzen nicht verhindern? Wenn wir die Ereignisse dieses Tages zurückspulen und mithilfe der Ermittlungen eingehend prüfen, können wir die Fehlerkette erkennen, die Amerika dem verheerendsten Angriff seiner Geschichte schutzlos auslieferte. Knapp 2 Jahre vor den Angriffen. Die CIA wird im Jemen auf 2 der späteren Entführer aufmerksam. Al-Mithar und Al-Hasmi pflegen engen Kontakt zu Terrorgruppen. Al-Mithars Privatanschluss war angezapft. Man wusste, dass er und Al-Hasmi mit Al-Qaida in Verbindung standen. Einige Monate später ortet die CIA Al-Mithar in Dubai. CIA-Agenten brechen in sein Hotelzimmer ein. Sie entdecken, dass er ein Visum besitzt, das ihn problemlos in die USA ein- und ausreisen lässt. Wenige Tage später fotografiert man Al-Mithar in Kuala Lumpur in Malaysia, als er an einem Al-Qaida-Treffen teilnimmt. Das Treffen in Malaysia wurde überwacht. Doch dann verlor sich seine Spur. Bis zu diesem Punkt funktionierte das System. Die CIA hatte eine Bedrohung aus dem Ausland identifiziert. Doch die Hinweise versickerten in den Rissen der US-Geheimdienste. Sollte Al-Mithar sein Visum nutzen, um in den USA aktiv zu werden, wäre er ein Fall für das FBI. Außerhalb der USA untersteht sein Fall exklusiv der CIA und die behält ihre Informationen für sich. Die lückenhafte Kommunikation zwischen den Geheimdiensten ist kein Versehen, sondern Politik. Es gab die sogenannte Mauer. Geheimdienstagenten wurden bewusst von den Agenten der Ermittlungsbehörden getrennt. Der Grund für die Mauer: Beweise, die durch Spionage und Geheimdienstmethoden erlangt werden, haben vor amerikanischen Gerichten keinen Bestand. Letztendlich war das aber nur eine Entschuldigung, um Informationen nicht teilen zu müssen. 19 Monate vor den Anschlägen des 11. September beziehen Al-Mithar und Al-Hasmi eine Wohnung in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien. Die CIA weiß, dass die beiden im Land sind, überwacht sie aber nicht auf Schritt und Tritt. Dies wäre nun die Aufgabe des FBI. Dort ahnt man aber nicht einmal, dass die beiden Männer in Amerika sind. Über ein Jahr lang können sie sich ungehindert in den USA bewegen. Da gab es eine bürokratische Bruchstelle. Prinzipiell hätte das FBI informiert sein sollen. Das war nicht der Fall. Deshalb konnten sie unbemerkt in die USA gelangen. Dies ist nicht der einzige Fehler, den die Kommission aufdeckt. 3 Monate vor den Anschlägen des 11. September kommt es zu einem entscheidenden Treffen zwischen CIA und FBI-Agenten, bei dem vorangegangene Terroranschläge analysiert werden. Die CIA-Agenten zeigen ihren Kollegen vom FBI Fotos von Al-Qaida-Anhängern. Einer von ihnen ist Al-Mithar. Das FBI will mehr wissen, doch die Mauer steht ungebrochen. Es wurden wichtige Informationen vor dem FBI zurückgehalten. Dessen Agenten waren extrem frustriert. Einzelne Agenten sehen die Gefahr, doch in dem bestehenden System können sie nicht effektiv dagegen vorgehen. Es gibt eine berühmte E-Mail von einem FBI-Agenten, in der es heißt: Wenn es Tote gibt, interessiert sich niemand mehr für die Mauer, sondern nur dafür, warum nichts unternommen wurde. 14 Tage bis zur Katastrophe.
Das FBI erhält von Informanten Hinweise auf einen drohenden Al-Qaida-Anschlag. Es ermittelt auf eigene Faust. Wir wussten, dass Al-Qaida etwas plante. Und sie arbeiteten bekanntlich für Al-Qaida. Noch immer hat die CIA keine konkreten Hinweise über den USA-Aufenthalt des Duos weitergeleitet. Folglich nimmt das FBI die Männer nicht gezielt ins Visier. Man ermittelt in etliche Richtungen. Die beiden Männer sind nur eine davon. Es wird nur ein Agent auf das Duo angesetzt. Al-Mitar und Al-Hazmi werden nicht gefunden. Das FBI hätte sofort ermittelt, hätte man gewusst, dass sie sich in den USA aufhielten. 11. September 2001, 2 Stunden vor der Katastrophe. 5 Männer checken für den American Airlines Flug 11 nach Los Angeles ein. 3 von ihnen werden vom Analyseprogramm CAPS anhand ihres Alters, ihrer Nationalität und ihrer Reisebewegungen als potenziell gefährlich eingestuft. Wenn ein Passagier vom CAPS-System zur Überprüfung markiert wird, sollte man genauer hinsehen. Man muss ihn zu seiner Reiseroute befragen und seine Taschen genau kontrollieren. Keiner der Entführer steht auf der sogenannten No-Fly-List der US-Luftfahrtbehörde, was sie von Flugreisen ausgeschlossen hätte. Mehrere der Attentäter tragen Teppichmesser bei sich. Laut der Vorschriften wurde ein Messer nicht als gefährlich eingestuft, wenn die Klinge kürzer als 10 cm war. Während der nächsten 45 Minuten gelangen im Nordosten der USA 14 weitere Entführer an Bord verschiedener Flüge. Dieses Prozedere war nicht darauf ausgerichtet, Entführer herauszufiltern, die Flugzeuge zerstören wollten. Bislang wurden Passagiermaschinen entführt, um einen Handel zu erzwingen, nicht um Selbstmordkommandos durchzuführen. Niemand war auf einen tödlichen Angriff aus der Luft vorbereitet. Einmal an Bord können die Entführer die Flugzeuge schnell in ihre Gewalt bringen. Die Entführer machen sich bereit. Es hieß, dass man bei einer Entführung den Zugang zum Cockpit sofort gestatten sollte, um möglichst wenig Menschenleben zu riskieren. Soweit zur Theorie. Doch diese Theorie ist ebenfalls nicht auf Selbstmordmissionen ausgelegt. Die 19 Entführer übernehmen 4 Passagiermaschinen und verwandeln sie in tödliche Geschosse. Von jetzt an können weder die Flugsicherung noch die Fluglinien sie mehr aufhalten. Die letzte Hoffnung ist das US-Militär. Es könnte die größte und am besten ausgestattete Luftwaffe der Welt entgegensetzen. Dafür hätte das Militär aber von der drohenden Gefahr wissen müssen. John Farmer untersucht, inwieweit das Militär einbezogen wurde. Laut Protokoll hätte man das Militär kontaktieren und unter Umständen Kampfjets anfordern müssen. Laut Vorschrift muss die Flugsicherung zunächst die Bundesluftfahrtbehörde in Washington kontaktieren. Das Gesuch durchläuft dann verschiedene Entscheidungsebenen. Sind diese abgeschlossen, erhalten die Kampfjets den Befehl zum Abflug. Hätte man sich am 11. September an dieses Protokoll gehalten, hätten die Kampfjets noch am Boden gestanden, als das 4. Flugzeug einschlug. Man sah an diesem Tag über das Protokoll hinweg. 9 Minuten bis zur Katastrophe. Anders als CIA und FBI lässt sich die Luftverkehrskontrolle nicht von der Bürokratie aufhalten.
Ein Mitarbeiter der Flugsicherung ist so besorgt, dass er direkt beim Militärflughafen in Rome im US-Bundesstaat New York anruft. Yes, one second, he's here. Colonel Bob Maher muss sich der Situation annehmen. Zunächst bekam ich den Anruf eines Fluglotsen aus Boston, der sagte, er hätte ein Problem und bräuchte militärische Unterstützung. 8 Minuten bis zur Katastrophe. Das Militär ist informiert, aber es kommt nicht automatisch zum Einsatz. Maher braucht immer noch die Zustimmung eines Vorgesetzten, um die Jets starten zu können. Die schnelle Auffassungsgabe des Fluglotsen trifft auf eine starre Militärbürokratie. Ich ziehe meinen Hut vor ihm. Er hat genau die Eigeninitiative gezeigt, die den Leuten weiter oben gefehlt hat. Maher wartet auf die Genehmigung. Minuten später berät er sich mit seinem direkten Vorgesetzten. Sie beschließen, dass sie nicht länger warten können. Der Befehl zum Abflug kam aus New York. Der Kommandant sagte, er hole die Genehmigung später ein. Es war keine Zeit mehr. Sekunden vor der Katastrophe. Maher lässt 2 Kampfjets aufsteigen. Die schnellen Eingreiftruppen sind seit dem Ende des Kalten Krieges stark reduziert worden. Nur 4 Jets stehen bereit, um die Hälfte der amerikanischen Ostküste zu verteidigen. Am nächsten ist die Otis Air Force Base in Cape Cod im US-Bundesstaat Massachusetts, ganze 250 Kilometer von New York City entfernt. Als die erste Passagiermaschine ins World Trade Center rast, warten die Piloten der Jets noch auf den Startbefehl. Die F-15 Jets starten erst 7 Minuten nach dem ersten Anschlag. Farmer untersucht, wie das Militär auf die Angriffe reagiert hat, Minute für Minute. Er kommt zu überraschenden Ergebnissen. Nach dem ersten Einschlag wusste keiner der Verantwortlichen, dass es der American Airlines Flug 11 war, der in den Nordturm gestürzt ist. Selbst wenn der American Airlines Flug 11 noch in der Luft wäre, könnte das Militär ihn nur schwerlich finden. Das Militärradar ist auf potenzielle Bedrohungen von außerhalb der Grenzen ausgerichtet, nicht auf zivile Linienmaschinen. Diese wurden bislang nie als Gefahr betrachtet. Ein Kampfpilot, der nach einer Passagiermaschine sucht, muss sich also von der zivilen Luftsicherung leiten lassen. 2 sehr unterschiedliche Organisationen müssen nun eng kooperieren. Es gab Kommunikationsprobleme, weil man die Zusammenarbeit nicht gewohnt war. Viele unserer Telefone ließen keine Ferngespräche zu. Wir kommunizieren ja sonst nur innerhalb des Militärs. Wir mussten also neue Kommunikationswege finden. 9 Uhr. Die beiden F-15-Jäger erreichen New York. Noch will man nicht wahrhaben, dass die Passagiermaschinen von Selbstmordattentätern geflogen werden. Es schien unfassbar, dass da tatsächlich ein Flugzeug in das Gebäude gelenkt worden war. Also suchten wir weiter nach der Maschine. 1 Minute vor dem 2. Einschlag. Den Behörden wird mehrfach gemeldet, dass die American Airlines Maschine noch über New York kreisen soll. Man glaubte, die Maschine über dem Hudson River geortet zu haben, aber dann verschwand sie. Die F-15-Kampfjets suchen weiter nach einem Flugzeug, das es nicht mehr gibt. Gleich wird das 2. Flugzeug der United Airlines Flug 175 in den Südturm einschlagen.
Tatsächlich haben wir erst realisiert, dass es ein weiteres Problem gab, als wir es im Fernsehen sahen. Unglaublich, aber wahr. Die Amerikaner wissen nun, dass sie angegriffen werden. Jetzt müssen die nationalen Befehlshaber, die Politiker und das Militär handeln. Verschiedene Meldungen dieses Tages und der darauffolgenden Tage zeigen, dass man sofort Gegenmaßnahmen ergreift und die nächsten Angriffe beinahe abwehren kann. Man sagte der Öffentlichkeit, dass die ersten zwei Flugzeuge wie aus dem Nichts kamen, als sie das World Trade Center trafen. Beim dritten Flugzeug war die Kommandostruktur bereits etabliert und man konnte reagieren. Als der American Airlines Flug 77 Kurs auf Washington DC nahm, wurden die Kampfjets sofort dorthin geschickt. Sie kamen knapp zu spät, um das Flugzeug aufzuhalten. Dies ist monatelang die offizielle Version für das dritte Flugzeug. Erst die Untersuchungskommission zu den Anschlägen des 11. September enthüllt die ganze Wahrheit. In der Regierung bildeten sich kleine Gruppierungen. Der Präsident tauschte sich vornehmlich mit dem Vizepräsidenten aus, während Richard Clark Videokonferenzen mit hochrangigen Leuten aus anderen Abteilungen abhielt. Die unterschiedlichen Ebenen sprachen aber nicht miteinander. Da die Befehle von höchster Stelle ausbleiben, sind die Leute in den unteren Rängen auf sich gestellt. Wir fanden heraus, dass das Militär keinen Bericht darüber bekommen hatte, dass die American Airlines Flug 77 entführt worden war. Er war nur als vermisst gemeldet worden. Kurz vor dem Einschlag wurde ein unbekanntes Flugzeug in der Nähe des Pentagons gemeldet. Aber es gab keinen Bericht darüber, dass es entführt worden war. Bei dem vierten entführten Flugzeug, dem United Airlines Flug 93, soll man die Situation noch besser unter Kontrolle gehabt haben. Es war auf dem Radar. Sie waren autorisiert, es aufzuhalten, im Notfall abzuschießen. Aber als John Farmer die Militärberichte studiert, ergibt sich eine ganz andere Geschichte. Tatsächlich trafen die leitenden Verantwortlichen keinerlei Entscheidungen, die für die Situation relevant gewesen wären. Weder ich noch die Kommandozentrale noch irgendjemand sonst im Lande wusste, was da passierte. Die Wahrheit ist, dass die nationale Befehlsstruktur in den kritischen Phasen irrelevant war. Das ist die schreckliche Wahrheit des 11. September. Die einzigen, die etwas unternommen haben, waren die betroffenen Zivilisten, die Fluglotsen sowie die Besatzung und Passagiere der entführten Flugzeuge. Jetzt können wir nachvollziehen, wie es zu der fatalen Fehlerkette kommen konnte, die diesen Terrorangriff auf Amerika möglich machte. 20 Monate vor der Katastrophe ziehen zwei verdächtige Al-Qaida-Aktivisten nach Kalifornien. Aufgrund mangelnder Kommunikation zwischen den Geheimdiensten weiß das FBI nicht, dass sie sich im Land aufhalten. 14 Tage vor der Katastrophe fahndet das FBI nach ihnen. Die Fahndung kommt zu spät und wird nicht nachdrücklich verfolgt. Zwei Stunden vor der Katastrophe. 19 Entführer checken entlang der Ostküste an drei verschiedenen Flughäfen ein. Einige werden gesondert durchsucht, aber alle gelangen mit Messern bewaffnet an Bord. 32 Minuten vor der Katastrophe. Die Entführer bringen den American Airlines Flug 11 mit Hilfe der Waffen in ihre Gewalt. Neun Minuten vor der Katastrophe. In Boston setzt sich ein Fluglotse über die Vorschriften hinweg und verständigt umgehend das Militär. Es ist die einzige wirklich relevante Gegenreaktion an diesem Tag. Drei Minuten vor der Katastrophe. Während man nach dem vermissten American Airlines Flug fahndet, versucht Betty Ong vergeblich, das Bodenpersonal zu informieren. Sekunden vor der Katastrophe. Air Force Colonel Bob Marr geht das Risiko ein und fordert zwei F-15 Kampfjets an. Aber es ist zu spät.
Um 8.46 Uhr rast der American Airlines Flug 11 in den Nordturm des World Trade Centers. 17 Minuten später, um 9.03 Uhr, stürzt der United Airlines Flug 175 in den Südturm. Der American Airlines Flug 77 trifft das Pentagon um 9.37 Uhr, 51 Minuten nach dem ersten Einschlag. Der entführte United Airlines Flug 93 kann aufgehalten werden, doch das ist alleine dem heroischen Einsatz von Crew und Passagieren zu verdanken. Ihr Kampf gegen die Entführer endet mit dem Absturz in einem Feld außerhalb von Pittsburgh um 10.03 Uhr. Die Institutionen, die Amerika beschützen sollen, versagen angesichts dieser schier unbegreiflichen, neuartigen Bedrohung. Fast 3000 Menschen kamen am 11. September 2001 ums Leben. Im Prinzip war der Angriff simpel. Doch er unterlief alle unsere teuren Systeme. Deshalb war es auch so ein Schock. Seit der Tragödie vom 11. September hat jede der damals betroffenen Institutionen eine Reihe von Veränderungen erfahren. Die Geheimdienste müssen nun enger zusammenarbeiten. An den Flughäfen gelten strengere Sicherheitsvorschriften. Die militärische und zivile Luftfahrt sprechen bei Radarüberwachung und Flugsicherung nun die gleiche Sprache. Man wird sehen, ob man seine Lektion gelernt hat und Amerika jetzt sicherer ist. Unsere Geheimdienste arbeiten nun besser, aber das heißt nicht, dass wir vor dem nächsten Überraschungsschlag sicher sind, wie auch immer er aussehen wird.